Ursula, du bist ja Tanzpädagogin, Choreografin, du tust aber auch noch Yoga und Spiraldynamik unterrichten und du bist auch noch künstlerische Leiterin und Präsidentin vom Verein Tanz in Olten. Wie sieht jetzt dein Alltag so in der Quarantäne aus bei dir, Ursula? Ja, also zuerst nach dem ominösen Mantel, das war das erste Mal ein kleiner Schock. Ich gar nicht gewusst, also was überhaupt machen. Das heisst, meine grosse Angst ist, wie kann ich überleben? Oder wie kann ich überhaupt überleben in Zukunft? Und zwar, irgendwann kommt ja der Moment, wo man neue Rechnungen schicken sollte, damit du auch wieder kannst deine Miete zahlen kannst. Und das sind existenzielle Ängste. Da hat es wirklich auch nicht mehr gewusst, was machen. Und wir haben all da können wir neue Ideen über oder von Swisskultur und so weiter. Das ist wie schon ein Volljob. Nur schon am Recherchieren, was machen. Jetzt morgen kommt wieder irgendein Bescheid, wo wir jetzt zum Beispiel schauen können. Für die Rosmarie Grün habe ich Kurzarbeit beantragt und. Es ist ein Fass ohne Boden. Wie gehst du jetzt mit dieser Angst um, mit dieser Unsicherheit? Da habe ich wirklich nicht schlafen können. Oder das geht auch allen meinen Kolleginnen auch so. Dazu kommt, ich habe mich jetzt eben die Videos, die ich gemacht habe für unsere Tänzerinnen, das hat auch ein bisschen Kreativität gebraucht und hat auch ein bisschen, ich versuche mich reinzudenken in die elektronischen Medien, Social Media und alles. Da bin ich nicht so stark. Dann das andere ist, dass ich ganz viel auch lese oder versuche, wie etwas zu machen, dass ich meinen Tänzerinnen, unseren Tänzerinnen kann etwas geben, um weitermachen, um an der Stange zu bleiben. Und das andere ist, dass ich probiere, etwas zu kreieren. Für zum Beispiel haben wir Sofakultur Olten und dort bin ich dabei. Dort mache ich alle Woche ein Video. Jetzt habe ich eins im Studio gemacht und da sind aber auch Musiker und jüngste Künstler dabei. Jetzt habe ich ein Erinnerungsvideo gemacht, wo ich mal in L.A. gewohnt habe. Ich habe es hier auf dem Sofa gemacht. Nächste Woche werde ich wieder etwas Kleines produzieren. Das sind so kleine kreative Ideen für das. Für alle von uns ist es furchtbar. Und wir heute natürlich auch, was ringsherum alles abgesagt wird und wir haben alle zusammen eine grosse Angst, wie kann man das abfedern? Kann man es wirklich abfedern? Aber es ist eine sehr ungewisse Zukunft. Jeder Tag ist anders. Du hast so vorhin gesagt, es gibt immer wieder neue Regelungen, wo man sich darauf einstellen muss. Wie tust du jetzt deinem Alltag Struktur verleihen? Das ist ein guter Also ich habe jetzt angefangen, nachdem ich das erste Mal so kleine Berg- und Talbahn hatte und Selbstmitleid jetzt weg da habe, gehe ich ganz sicher joggen wieder. Ich habe das Joggen aufgenommen, es ist wunderschönes Wetter. Ich schaue vor allem die Natur auch anders an, bin ein bisschen besinnlicher, ich schaue meine alten Sachen, meine alten Videos. Und dann, also für rein körperlich, ich gehe joggen, ich mache für mich eine Lektion Yoga, ich mache für mich eine Lektion Tanzen, entweder gehe ich ins Studio oder mache es daheim, je nachdem. Also ich arbeite sicher jeden Tag etwa 2 Stunden für mich. Und dann kommt viel Raum, wie alle. Also endlich eine Nacharbeit mit allen Dokumenten. Ich könnte ein Video liefern, wo ich in den Dokumenten vertrinke. Oder auch von meinem Studium, wo ich jetzt Ordner noch habe und wo ich nie so richtig... Oder jetzt, das ist die Zeit. Und das ist noch einmal durch befreiend, wenn halt der grosse, das Damoklesschwert nicht wäre. Wie geht es weiter? Aber das ist kreativ und ich muss auch manchmal auf der Stockzahl lachen oder schauen, was ich überhaupt alles schon gemacht habe. Kreativ, meine, mit Aufführungen, mit Choreografie und so. Kreativität ist ein gutes Stichwort. Hast du das Gefühl, dass Corona dich in dieser Kreativität einschränkt? Also im Moment schon, weil meine Stärke ist der richtige Kontakt, also der physische Kontakt mit den Menschen arbeiten als Anlängen. Also ich mache auch jedem Warm-up, ja wie die meisten, etwas noch mit Berühren, mit Heben. Ich selber habe sehr viel gelernt durch Berührung,
also viel anders, als wenn nur über das Visuelle. Ich finde es grossartig, die Möglichkeit, dass wir zwei jetzt so reden können. Aber halt das Dreidimensionale, das Echte, das Kommunikative, Direkte ist halt schon viel stärker. Das heisst, man kann jetzt auf dem aufbauen, was man gemacht hat. Das heisst, ich habe ganz wunderschöne Feedbacks von Schülerinnen, von Tänzerinnen, wo mir sagen, super, mach so weiter, danke für das, was du jetzt hier gemacht hast, es gibt mir ein bisschen Kraft. Aber das geht nur, weil die Leute, weil wir einander kennen und weil es ein langer Aufbau ist. Mit der Kreativität, ich habe zum Beispiel ein Video angeschaut von mir, eine VHS, wo ich auf der Geschichte von T.C. Boyle ein Stück gemacht habe, über, das heisst «Moderne Liebe». Und es ist genau um das gegangen, jemand, der extrem Angst hatte vor den Viren und hat sich dann eingepackt in Plastik von Kopf bis Fuß. Und ich meine, das ist etwa 30 Jahre her. Und es ist verrückt, auch in der Literatur, was man manchmal findet, das so ein bisschen Szenario. Und am Morgen verwache ich oft und denke, mach weiter. Das war nur ein Albtraum gewesen. Aber das ist leider nicht. Ich würde sagen, die Kreativität ist so, weil ich das Physische nicht habe, das fehlt mir, das fehlt allen. Und ewig können wir das nicht aufrechterhalten. Auf digital und so. Aber ich denke, man sucht halt, eben, ich wäre nie im Leben auf Zoom die Idee gekommen, mit dir über Zoom mit zu unterhalten. Man muss auch immer schauen, was man noch dazu lernt und was einem die Dimension eröffnet. Für die Natur ist offenbar ein Geschenk. Und das macht mich vor allem nachdenklich, ja, wie alle. Was wünschst du dir jetzt in dieser Situation für dich und was wünschst du anderen Kulturschaffenden? Also ich bin sehr berührt, wenn man nicht so arbeiten darf, wenn man will. Ich muss aufpassen, dass ich nicht extrem traurig bin. Ich wünsche einfach allen die Kraft zum Durchhalten. Die Kraft und auch notwendige Mittel, die dann hoffentlich auch fließen, auch für die, die wirklich nur eine Teilzeitstelle haben und. Es gibt da so viel, die könnte durch die Maschen fallen. Und einfach schauen für uns alle, wir werden uns auch anders begegnen. Einfach nicht verzagen und probieren, vorwärts zu denken, Mut haben, eben vielleicht auch die Natur raus, joggen. Lustige Videos machen in der Natur zum Beispiel. Das gelustet mir jetzt, zum Beispiel ganz etwas Lustiges zu machen. Ich schaue jedes Teil anders an. Und das geht sicher auch allen anderen so. Aber es ist halt wie wenn man jemandem einen Teil vom Körper wegnehmen, wenn man nicht mehr so tanzen und begegnen kann. Und jetzt in meinem Fall, wo ich jeden Tag ins Studio eigentlich gehe und jeden Tag viele Leute sehe und jeden Tag in einer Kommunikation bin, ist es wirklich wie ein Entzug. Es ist wirklich wie eine andere Welt. Und ich wünsche allen, dass sie halt etwas probieren herauszufinden, wenn egal, für was ist es gut. Es ist auch sicher nicht unbedingt gut, aber dass man aus dieser Not irgendetwas rausschöpft. Wie es jetzt Nacharbeit, vielleicht mal alte Projekte anschauen, mal ein bisschen schmunzeln, vielleicht aus einem alten Projekt etwas Neues kreieren, weil man jetzt im Moment eine neue Idee dazu hat. Und jemand, der zum Beispiel der für Tanz in Olden etwas machen sollte, hat es nicht machen können, weil mit den Umständen hat sie es offenbar nicht gefördert. Und das war so tunde und ich habe so eine lustige Karte, die ich jetzt gerade anschaue. Einatmen, Punkt. Ausatmen, Punkt. Weitermachen. Also recht etwas Entschleunigtes, kann man sagen. Ja. Hat die momentane Situation auch für dich andere Vorteile, außer dass es jetzt der Natur besser geht und dass man wieder mal Zeit hat, um in andere Projekte hineinzuschauen? Eben, wie ich vorher erwähnt habe,
das Reflektieren. Vielleicht über dich, auch über die Beziehung. Ja, kürzlich hat jemand geschrieben, dass er alle sagen so traurig und böse, wenn sie anschauen. Und dann habe ich so ein bisschen ironisch zurückgeschrieben, also mein Partner lächelt mich noch an. Also ich denke, das ist wirklich halt auch, ja, dass man vielleicht einmal zusammen ist oder die nicht zusammen sind, sind jetzt völlig isoliert. Ich denke, das ist schon eine Herausforderung und in der Reflexion bietet so viel Stoff. Oder ich habe jetzt hier meine ganzen Forschungsprojekte von den letzten paar Jahren mal vorgerübelt und vorgesucht wie ein Maulwurf. Und habe gesagt, wow, dort hat es doch noch das Potenzial, dort könnte man noch etwas machen. Ich habe meine Schüleraufführung Wild Things wieder angeschaut. Und hat gedacht, hättest du vielleicht dort noch etwas können rein tun oder so. Nacharbeit, wenn man so auf Hochzack arbeitet, leidet. Und die habe ich jetzt natürlich. Oder? Jetzt habe ich eine Nacharbeit oder auch die Spiraldynamik, dass ich meine Akten anschaue und sage, wie ist das genau mit dem Fersenbein und so weiter. Also es ist so eine Gründlichkeit drin, zusammen mit der Erfahrung, mit dem Wissen, das man hat in all diesen Jahren. Und das tut, und die Muse tut schon gut. Aber eben, ich muss Energie auch wieder produzieren, indem dass ich jetzt halt, ich bin absolut keine Läuferin. Und jetzt habe ich mich überwunden, dass ich wirklich ein kleines, also ein mindestens zweistündiges Programm mache, auch Tag, das muss nicht am Stück sein. Und dann merke ich, das gibt mir wenigstens einen Rhythmus. Und das andere ist viel kommunizieren am Telefon. Probieren Kontakt so aufzunehmen oder so wie jetzt mit dir. Was mich auch noch beschäftigt ist, wir haben eigentlich eine Veranstaltung am 18. Mai. Ich denke, das reicht sehr wahrscheinlich nicht. Was hält mich dran? Ich bin jetzt ganz fest mit der Programmation von Tanz in Alter drin. Ich habe unglaublich viel Zeit, mit diesen Leuten auch zu reden und auch technische Sachen noch ein bisschen zu besprechen, wo ich vielleicht vorher etwa mal von mir gestoßen habe und jetzt nehmen wir wirklich sehr viel Zeit für das und das hat sicher etwas Gutes. Und jetzt haben wir eben gerade auch die Ausschreibung gemacht für früher New Ideas, wo jetzt Shortcuts heisst und da bin ich jetzt gespannt, was für Bewerbungen da reinkommen für den Förderpreis. Also es läuft schon, ich bin jetzt einfach im Backoffice. Homeoffice sagt man ja jetzt. Genau. Wenn jetzt die Quarantäne aufgehoben wird, auf was freust du dich denn am meisten, Ursula? Ich kann mich umarmen! Wirklich! Abschlängen! Wieder einmal! Ohne Schüchternheit. Ich weiss nicht, ob das je wieder mal kommt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist für jede Tanzschaffende enorm wichtig. Oder auch einfach, weil wir im Tanzen vor allem, im Yoga kannst du oft noch ein bisschen, also du hast ja auch ein bisschen Anlänge, aber vor allem im Contemporary Dance bist du ständig so ein bisschen am Kontakt suchen, am Gewicht nehmen und aufnehmen. Also das fehlt enorm. Obwohl, ich habe zum Beispiel jemandem zwei Tänzerinnen gesagt, mach doch ein kleines Duo, das heisst Social oder mindestens Abstand und mach irgendetwas. Also es gibt auch kreative Ideen auf dem, dass du etwas machst wie ein Duo, das ganz eng sein kann und nachher musst du aber den Abstand einhalten. So Sachen finde ich hoch spannend, aber es fehlt halt etwas, wie wenn dir ein Bein wird fehlen, denkt mir. Es fehlt etwas ganz Wichtiges, der physische Kontakt. Was findest du, was können wir jetzt aus dieser Situation für die Zukunft mitnehmen? Oder was lehrt uns Corona, Ursula? Ich möchte da nicht irgendwie eine Prognose. Also einfach mir selber. Ich habe so ein, man sieht da auf so einer App, wie viele Flüge es umgehen in der Welt. Und, irgendwie ist es mir in den letzten Jahren ein bisschen unwohl geworden, wenn ich denke, wie unser Konsum ist. Oder? Aber ich bin nicht ausgeschlossen. Ich habe auch gerne schöne T-Shirts und so weiter. Also ich bin in diesem Pool innen wie alle anderen und möchte nicht irgendwie besser wissen. Aber ich finde schon,
es hinterlässt so eine Ups, das ganze Klima, unsere ganze Einstellung, unsere Forderung noch mehr, überall gleichzeitig fast. Also mir hat es enorm nachdenklich gemacht. Ich auch Angst um die Wirtschaft, weil wir Menschen neigen ja dazu, dass das, was wir heute nicht gerne loslassen. Ich denke, dass uns allen eine Lehre ist. Aber wie das ist, wenn das wieder vorbei ist? Das steht noch in den Sternen. Hast du abschließend ein paar Worte, die du den Leuten möchtest mit auf den Weg geben? Also ich probiere uns allen zu sagen, eben das, was ich gesagt habe, weitermachen. Selber aktiv bleiben mit Sport. Nicht in ein Loch fallen, wenn es irgendwie geht. Hilfe suchen. Auf denen, wenn man in der Not ist, wirklich Hilfe suchen. Unterstützung suchen, weil offenbar ist Unterstützung möglich. Auf jeder Ebene. Und auch nicht stolz sein, um Hilfe suchen. Nicht Angst haben vor bloßstellen oder so. Wirklich einfach, du gehst weiter, machst, wenn du verzweifelt bist, geh Anträge stellen, geh vorsprechen, sagst, es geht mir nicht gut, ich muss den Weg eingehen. Und schnauf durch, wirklich. Und so einfach für die verzweifelt sind, dass sie Hilfe suchen, dass sie nicht stolz sind oder sich irgendwie verkrüchen. Ich glaube, das ist im Wichtigen, in dem Moment, dass wir wirklich alle miteinander solidarisch sind und einander nicht werten, sondern wirklich schätzen für das, was wir sind. Danke vielmals für die abschließenden Worte und danke für das Gespräch, Ursula.